Also lange kann das jetzt nicht dauern, ne? Also ich kalkuliere jetzt hier nicht ein, dass wir jetzt hier eine Stunde beschäftigt sind. Das kann es nicht sein, denke ich mal. Schade, ich hätte, ehrlich gesagt, ich hätte gerne unsere Spitzhacke noch ein bisschen repariert. Vielleicht machen wir das auch noch, dass wir die noch ein bisschen reparieren. Also, du siehst schon, so eine Reise kann man nicht mal eben antreten, wenn man die richtig machen will. Wenn man gut gerüstet sein will, dann muss man wirklich sich richtig vorbereiten. Auf halbe Sachen habe ich einfach keinen Bock. Das ist einfach blöd. Dann rennst du los, hast die Hälfte vergessen, stirbst, weil du nicht die richtigen Waffen hast, verhungerst, weil du nicht genug zu essen hast, kannst bestimmte Sachen nicht in ausreichenden Mengen abbauen, weil die Spitzhacke nicht gut genug ist oder zu schnell abgenutzt ist oder was weiß ich. Das ist einfach doof. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will das richtig machen. Ich will genug Platz haben für die Sachen, die wir sammeln. Ich will mir keine Sorgen um Nahrungsmittel machen müssen. Ich will genug Waffen. Ich will genug Pfeile. Quasi mit Unendlichkeit hat man ja genug dabei haben. Wir wollen uns jederzeit zur Wehr setzen können, egal was da kommt. Und wir wollen das Ganze auch entspannt angehen. Ich finde das super wichtig, so eine Reise entspannt anzutreten. Ohne, dass man jetzt wieder mega Angst haben muss. Oh, es wird dunkel, die Monster kommen. Wir müssen schnell ein Bett irgendwo aufbauen. Nein. Aus diesem Stadium sind wir raus. Wir sind so lange in dieser Welt. Wir haben so viel gesammelt. Wir haben so viel gearbeitet. Wir haben es uns verdient, diesen Dingen entspannt entgegenzusehen. Und genau das wollen wir tun. So, mal eben kurz gucken hier. Ja, genau. Genau so muss das sein. Genau mit so einem Tunnel. Ich wollte erst oben drüber buddeln. Ich wollte erst so eine Brücke nach oben bauen. Allerdings sieht das auch ein bisschen doof aus, finde ich, wenn da so ein Weg hochgeht. Wir haben ja schon einmal einen Weg, der hoch in die Berge geht. Das muss jetzt hier nicht, da muss nicht noch ein Weg hochgehen auf einen anderen Berg. Einer reicht. So, jetzt geht's wieder schneller. Wenn ich mir das hier so angucke jetzt. Wir kommen jetzt erstmal schon mal so durch. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Und, ja, absolut. Genau so muss es sein. Der muss jetzt auch nicht endschön werden, der Weg, aber einfach so, dass man jetzt hier bequem durchlatschen kann. Ich überlege jetzt gerade mal eben Grünschiefer. Vielleicht machen wir auch einfach mal einen schönen Grünschieferweg. Wir müssen allerdings hier unten jetzt den Boden auch nochmal rausholen. Jetzt habe ich jetzt eben nicht dran gedacht. Den müssen wir natürlich hier auch noch rausholen. Dann wird vermutlich der Grünschiefer, den wir gesammelt haben, nicht reichen. Huch, was haben wir denn hier? Höhle? Nein. Nein, nein, nein. Aber hier ist es so dunkel. Wir könnten Monster spawnen. Das will ich nicht. Muss nicht sein. Das ganze Ding machen wir auf jeden Fall zu. Das ist auch nicht so schön hier, ne? Das muss auch weg. Hellgrüner Stein. Und es folgt eine meiner Lieblingsarbeiten. Quasi Terraforming. So banal wie es ist, so viel Spaß macht es auch. Und weiter geht es hier mit dem Grünschiefer, was wir erstmal abbauen werden. Einmal hier durchfräsen. Haben wir denn hier Grauwacke? Grauwacke-Gestein. Grauwacke, hellgrüner Stein. Keine Rohstoffe, nichts da. Sehr gut. Ich will jetzt auch nichts finden. Ich will jetzt auch nichts finden im Moment. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Grünschiefer 64,7. Es wird jetzt eine ganz einfache Grünschiefer-Strecke. Hier möchte ich mal ganz einfach, ganz simplen Grünschiefer haben. Grünschiefer haben wir bis jetzt so selten benutzt und ich finde den irgendwie so cool. 22, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Wir gehen mal eben kurz ins Haus und holen ein bisschen Grünschiefer. Oder wir bauen ab. Nee, wir gehen ins Haus. Abbauen dauert länger als ins Haus laufen und was holen. Lass uns mal eine kleine Grünschieferstrecke machen, zumindest hier direkt am Haus. Ich denn hin? Da ist doch der Eingang. So. Da haben wir nämlich unseren Grünschiefer.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr brauchen wir nicht. Viel zu viel. Oh, ich muss hier dieses Stocken an dieser Stelle, ne? Schlimm, schlimm. Es wird sich hoffentlich bald geben, wenn wir weg sind. Und wieder zurück. Ich könnte auch halbe Steine nehmen, das ist mir schon klar. Muss jetzt aber nicht. Das sind jetzt alles kosmetische Sachen hier. Das ist jetzt hier nichts Kosmetisches, das ist einfach nur eine ganz normale, banale Strecke, die wir hier bauen. Ich könnte mir jetzt richtig Zeit nehmen dafür. Ich könnte jetzt hier noch Laternen hinsetzen. Und noch andere Sachen machen. Den Tunnel könnte man noch schön verkleiden. Hier so einen richtigen schönen Grünschiefertunnel könnte man noch machen. Aber das will ich jetzt einfach nicht. Ich will jetzt die Gegend erkunden. Wir können später noch so viel bauen. Wir haben jetzt hier über ein Jahr an unserem Haus gebaut. Das muss jetzt erstmal ausreichen. Das muss jetzt ausreichen. So, wir werden jetzt mal hier noch ein bisschen weiter mit Grünschiefer gehen und bis an den Berg diese Strecke ranbauen. Und dann würde ich sagen, belassen wir es einfach dabei. Kaffee. Kaffee war das. Und dann kann man nämlich hier hochgehen. Mal kurz gucken, ob wir hier vernünftig hochgehen können. Müsste aber eigentlich so sein. Wird schon wieder dunkel. Man sieht gleich schon wieder nichts. Wir machen jetzt hier eine primitive Stufe nach oben. Weil ich habe jetzt schon so oft angekündigt, dass wir eine Reise machen. Ich möchte das jetzt auch einfach tun. Das ist jetzt auch einfach fair, denke ich mal. Auch dir gegenüber ist das jetzt einfach fair, jetzt auch mal anzufangen. Ne? Ich habe leider immer so ein bisschen die Tendenz... Was habe ich denn hier gesammelt? Sojabohnen. Ich habe leider immer so ein bisschen die Tendenz, dann immer noch hier noch ein bisschen zu fummeln und da noch ein bisschen zu fummeln. Deswegen muss ich mich jetzt einfach zwingen, auch aufzuhören. Und die Reise auch einfach beginnen zu lassen. So, jetzt wird es sehr, sehr dunkel. Wir stellen jetzt hier provisorisch einfach ein paar Fackeln an den Rand. Zack, zack. Das wird noch weiter gebaut. Völlig ausreichend beleuchtet. Und ich überlege jetzt gerade, ob wir vielleicht uns hinreißen lassen, eventuell doch noch ein Bett mitzunehmen. Das könnten wir ja tun. Wir könnten ja noch ein Bett mitnehmen. Aber wir haben sogar eins in der Truhe liegen. Wir brauchen, glaube ich, nicht mal eins herstellen. Wir haben eins in der Truhe liegen. Und ich glaube, das würde ich auch ganz gerne nehmen. So, wir sterben gleich. Ein bisschen was essen müssen wir natürlich auch. So, komm schon. So, das war das Letzte, was wir hatten. Dann fangen wir mal mit den Burgern an hier. So. Alles weg, alles weg, alles weg. Alles weg. Blumen. Oh, jetzt muss ich wieder ins Blumenhaus. Riesen. Das ist natürlich eine Sache, die uns jetzt auch sehr häufig passieren wird. Wir werden wieder Unmengen von Sachen auf unserer Reise im Inventar haben, die wir überhaupt nicht haben wollen. So, Sojabohnen, Bohnen an sich. Das muss ins Blumenhaus. Damit können wir hier nichts machen. Allerdings den Kaffee, oder was ist das? Tee? Teetasse und Pastinake hat noch keinen Platz. Wir haben ja so viel Platz in der Küche. Es müsste eigentlich ausreichend Platz vorhanden sein. Ich guck mal, zwischendurch habe ich hier immer mal wieder einzelne leere Fächer gesehen. Da oben zum Beispiel. Da tun wir mal die Pastinake rein. So. Ansonsten ist hier aber... Da unten ist auch noch was Leeres, siehst du? Teetasse. Ah, Teetasse kann man auch besser hier vorne irgendwo. Aber hier vorne ist alles voll. Oder oben ins Regal hätte man die auch noch stellen können. Aber weißt du was? Ist mir jetzt völlig egal. Da kommt jetzt die Teetasse rein und fertig. Ist mir jetzt echt Latte. 37 Fackeln. Muss reichen. Und so langsam begeben wir uns auf die Reise, würde ich sagen, oder? Rucksäcke, Rucksäcke, Rucksäcke. Rucksack, 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 Rucksack.
Jawohl, so läuft das doch. Hier oben in die Ecke. Da kommen sie hin. So, diese Sachen kommen gleich ins Blumenhaus. Den großen Werkbankrucksack nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, den kleinen lassen wir jetzt einfach mal da. Diese großen Rucksäcke, also wenn die jetzt nicht reichen, weiß ich nicht. Oder nehmen wir ihn doch mit. Wie groß ist denn der nochmal? Wie groß ist der denn nochmal? Was passt denn da rein? Naja. Der andere ist so. Doppelt so groß halt, ne? Ich tue mich gerade schwer. Nehmen wir den noch mit oder nicht? Ich meine, wir haben ihn ja. Warum sollen wir ihn nicht mitnehmen? Komm, nehmen wir auch noch mit. Atlas haben wir dabei. Erde. Hammer. Eisensense. Schlüssel. Der kommt weg. Schlüssel kommt weg. So, Schlüssel in die Truhe. Und damit würde ich sagen... Ich hatte gerade noch ganz kurz überlegt, wenn wir auf ein NPC-Dorf treffen, ist es natürlich immer toll, mit den Dorfbewohnern zu handeln. Aber da wir ja nie wissen, mit was wir handeln können, müssen wir theoretisch alles mitnehmen, um halt handeln zu können. Und darum lassen wir das ganz. Wir müssen dann eben ein bisschen auf unser Glück, uns auf unser Glück verlassen und unter Umständen dann Sachen suchen, mit denen wir dann handeln können. So, ich gehe noch einmal hier rein. Tür noch mal zu. Ich wollte noch mal eben kurz gucken, ob wir ein Bett haben. Vielleicht wäre es doch ganz nett, ein Bett mitzunehmen. Ein Bett. Hier ist keins drin. Hatten wir nicht Betten? Habe ich die alle verbraucht? Nehmen wir in den Keller. Dann bauen wir uns eins. Dass wir nicht immer nachts laufen müssen. Dass wir nicht immer nachts, ja, laufen müssen. Wolle. 1, 2, 3. 1, 2, 3 bitte. Und mit unseren gestiegenen Ansprüchen machen wir natürlich ein Bett des Zimmermanns. Kein normales. Übrigens, am Rande, wo ich das gerade erwähne, hat sich einer aus der Community, von dem ich dieses Texture Pack habe, etliche Male habe ich das erwähnt, Merlinmo und AC Gaming und Merlinmo, insbesondere Merlinmo, guckt öfter mal diese Let's Plays, der sich sehr gefreut hat, dass ich sein Logo auf dem Bett habe. Einmal nochmal eben gezeigt. Hier, Merlinmo. Dein Logo. Nur für dich. Dein Logo. So. Alle Türen zu. Ist jetzt keiner zu Hause. Alle Türen zumachen hier. Schön ordentlich. Auch hier zum Badezimmer. Und nochmal eben aufs Klo gehen. So. Ja. Ja. So. Hände waschen. Das ist das geräuschlose Wasser. Okay, also ein Bett haben wir jetzt auch. Ja, haben wir denn jetzt alles? Haben wir alles? Die Erde lasse ich auch hier. Wir nehmen nichts weiter mit. Unseren Atlas, Fackeln 37 plus die 64 im Rucksack muss reichen. Ich denke... Wir sind bereit für die Reise. Oh, ich freue mich so. Unsere erste Reise seit Ewigkeiten. Das trinke ich dort auch noch einen Schluck Wasser. Lass uns los. Lass uns los. Oh, ist das schön. Ich freue mich so. Bin ein bisschen traurig gleichzeitig, weil wir natürlich Fridolin jetzt wieder alleine lassen müssen. Der uns sicherlich sehr vermissen wird. Allerdings ist er jetzt irgendwie gerade gar nicht am Zaun. Das heißt, so sehr vermisst er uns, glaube ich, gar nicht. Wo ist er eigentlich? Fridolin. Da hinten. Da hinten ist er. Mit seiner Diamantrüstung. Fridolin mit seiner Diamantrüstung. So. Guck noch einmal ganz schnell. Ich habe das Haus noch nie so richtig ausgiebig von außen betrachtet mit dem neuen Anbau. Guck noch einmal auf das Haus. Es hat sich sehr viel verändert im Vergleich zum letzten Mal, als wir von der letzten Reise zurückgekommen sind. Unglaublich viel hat sich getan. Auch wenn es jetzt äußerlich, wenn man nur ganz grob hier über die Fläche schaut, das gar nicht so aussieht. Aber es hat sich wirklich viel getan. Und deswegen gehen wir jetzt los. Und ich möchte auf dieser Reise auch so ein bisschen versuchen,
ein bisschen wacher noch durch die Gegend zu laufen, noch ein bisschen aufmerksamer durch die Gegend zu laufen, dass man auch bestimmte Dinge, zumindest die in der direkten Nähe sind, nicht übersieht. Ich weiß nicht, wie oft uns das in der Vergangenheit passiert ist, dass wir Dinge vielleicht doch mal übersehen haben, aber das sollte uns eigentlich in Zukunft nicht passieren. So, hier stelle ich noch meine Fackel hin, so als Orientierung. Wenn wir hierhin zurückkommen, dass wir dann auch die Fackel hier so ein bisschen sehen. Hier so ein Fackelweg. Sollten wir im Dunkeln zurückkehren. Ich weiß auch gar nicht, von wo wir zurückkommen. Vielleicht kommen wir auch komplett woanders her. So, hier hänge ich nochmal so ein paar Fackeln hin. Dann ist es das mit den Fackeln auch gewesen. Und jetzt sind wir in dem großen Wald, wo wir schon mal waren. Also noch ist das nicht neu, was wir hier sehen. Aber ich bin so gespannt, was wir entdecken. Und ich glaube, die Reise wird sehr ausgiebig werden. Sie wird vermutlich sogar noch etwas größer werden als das letzte Mal. Und ja, also wir steigern uns von Mal zu Mal. Und deswegen schauen wir mal, was so auf uns zukommt. Was ich jetzt immer gerne dabei habe, wo ich auch öfter mal reingucken werde, ist der Atlas. Da sind wir an dieser Stelle. Und wir gehen jetzt wirklich geradewegs ins Unbekannte. Der Wald ist auch bald zu Ende. Und es empfiehlt sich sowieso öfter mal auf den Atlas zu schauen, weil man da unter Umständen auch Sachen sieht, die wir einfach so schnell nicht erkennen können, wenn wir hier einfach nur laufen. Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt der denn her? Wo kommt der her? Ist das hier so dunkel, dass er hier spawnt? Ach, da ist eine Höhle. So. Portea Alatissepala. Mein Gott. Portea Alatissepala. Unglaublich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Botaniker sich solche Namen merken kann. Als Mediziner ist das ja genauso schlimm oder noch schlimmer. Da gibt es ja auch Namen und Ausdrücke, die man sich irgendwie überhaupt nicht merken kann als normalsterblicher Mensch. So. Also gelegentlich werden wir auch mal ein paar Sachen wegwerfen. Denke ich mal. Dieses Zombiefleisch zum Beispiel. Also sollten versuchen, immer von Anfang an jetzt auch unseren Bestand hier so ein bisschen reinzuhalten. Ein bisschen sauber zu halten, dass wir nicht zu viel Müll mitnehmen. Und da kommt schon eine tolle Landschaft. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Denn ich habe gerade in der Anfangsphase des Spiels, bin ich in unmittelbarer Nähe, in nächster Nähe unseres Hauses, schon hier so ein bisschen rumgelaufen und habe so ein bisschen was erkundet. Da hatten wir noch keinen Atlas. Deswegen kann es gut möglich sein, dass wir hier schon mal gewesen sind. Erinnern kann ich mich so jetzt nicht dran. Weil der Zeitraum, wo wir dieses Spiel spielen, wo wir diese Welt jetzt erkunden, mittlerweile ein Jahr bei weitem übersteigt. Es sind mittlerweile fast 2 Jahre. So, die Sonne geht unter. Wir gehen auch genau entgegen der Sonne. Klar, wenn wir Richtung Westen gehen, ist das eben so. Hier sind Pferde. Vielleicht warten wir am besten die Nacht ab, weil das ist jetzt gerade etwas nervig, entgegen der Sonne zu laufen. Auch wenn Cowboys gerne in Sonnenuntergang reiten, ich finde das jetzt gerade ziemlich nervig. Gott, was für ein Klischee. Ein Cowboy reitet in Sonnenuntergang. So. Ja. Unser Bett, das erste Mal. Sind noch nicht mal richtig losgelaufen, schon müssen wir schlafen. Uns ist jetzt auch bewusst, dass wir den Spawnpunkt natürlich jetzt, dass wir jetzt immer wieder am Spawnpunkt rauskommen, wenn wir sterben. Das heißt, wir müssen jetzt tunlichst uns bemühen, nicht zu sterben. Tunlichst. Das wäre schon ganz nice, wenn wir nicht sterben würden. Geil. Okay. Hier waren wir noch nicht. Ich finde das so cool. Pilzkühe. In dieser Welt noch nie gesehen. Natürlich kennt man Pilzkühe, wenn man länger Minecraft gespielt hat. Aber wir haben noch nie Pilzkühe entdeckt. Und ein Pilzbiom als solches auch noch nicht. Wir kennen diese dunklen Eichenwälder in dieser Welt bisher, wo auch große Pilze wachsen. Aber zusammen mit Pilzkühen, das lässt den Schluss zu. Mein Gott, sind die rot. Alter Schwede. Sehr cool. Okay. Pilzkühe. Die lassen wir allerdings leben. Da haben wir nichts von. Also wenn man die schlachtet, dann hat man ganz normal Rindfleisch, wie bei jeder anderen Kuh auch. Also das ist jetzt nicht... Das Einzige, was man da rauskriegt, glaube ich, sind Pilze.
noch zusätzlich. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich habe lange keine mehr geschlachtet. Aber das ist jetzt eigentlich uninteressant. Auch wenn Pilzkühe echt cool sind. Unter Umständen, warte mal, eigentlich... Jetzt sind wir hier schon drüber geschwommen. Eigentlich könnten wir mal eben so eine kleine Notiz hier in unserem Atlas vermerken. Was uns auch immer so ein bisschen hilft. Pilzkühe. Pilzkühe. Denn unter Umständen, wenn wir mal richtig Langeweile haben und gar nichts zu tun haben, könnten wir unter Umständen auch eine kleine Pilzkuhzucht aufbauen. Warum auch nicht? So, jetzt kommen wir schon wieder in so einen Wald rein. Lass uns mal die Sense ein bisschen nehmen, die Eisensense. Oder brauchen wir die jetzt? Brauchen wir die oder brauchen wir die nicht? Vielleicht brauchen wir die auch nicht. Aber das ist ein ziemlich dichter Wald, in den wir uns jetzt gerade reinbewegen hier. Mit jede Menge Pflanzen, die wir eigentlich kennen. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme Pilze mit. Nach der Geschichte letztes Mal hier mit Rindfleisch Wellington, dass wir kaum noch Pilze haben, möchte ich jetzt doch gelegentlich mal so ein paar Pilze sammeln. Weil wir haben ja auch noch keine eigene Pilzzucht. Auch das wäre noch ein Programmpunkt, der irgendwann mal eine Rolle spielen könnte. Aber wenn wir jetzt schon mal ein paar Pilze haben, nehmen wir sie einfach mit. All diese Pflanzen, so schön sie sind, ich werde sie jetzt nicht einsammeln. Wir haben schon so viele davon und ich weiß überhaupt nicht, wann wir die jemals gebrauchen können. Und wenn wir Pflanzen benötigen, können wir uns auch mit Knochenmehl, mit Hilfe von Knochenmehl oder mit Dünger allgemein, geht es glaube ich auch irgendwie. Oh nein, ein Elefant, wie cool! Ein Elefant! Nice! Sehr cool! Jetzt bin ich fies. Den sehen wir in der nächsten Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.